Welcome back, krassen Dudes, und willkommen zu einem kleinen letzten Test. Und zwar testen wir die Karriere von Gran Turismo Sport. Mal gucken, wie es wird. Vielleicht werden es nur ein oder zwei Folgen, vielleicht auch, was weiß ich, 15, 20. Wir lassen uns überraschen. Wir starten in die GT League. Mal gucken, was es, ja, was es damit auf sich hat. Was man da kann und was nicht. Ich muss jetzt die ganzen Karrierefolge nochmal neu aufnehmen, denn es ist was passiert, wo ich ja leider die ganzen letzten Aufnahmen löschen musste. Was genau da passiert ist, das seht ihr auf meinem Instagram-Kanal, ja, um mal ein bisschen Werbung dafür zu machen. Und zwar heiße ich auf Instagram crazy_d.ttd für The Two Dudes. Ja, crazy_d.ttd für The Two Dudes. Aber egal, wir haben hier auf jeden Fall eine Anfängerliga, Amateurliga, Profiliga und, worauf ich am meisten hoffe und mich auch freue, die Langstreckenliga. Ne, da ich so ein kleiner LMP-Freund bin und allgemein so Langstrecke wie WEC im Komplettpaket total abfeiere. Aber naja, was haben wir hier zur Auswahl? Wir haben jetzt verschiedene Themenblöcke, sage ich mal. Wir haben Cups, wir haben Herausforderungen. Und wir können jetzt aussuchen, worauf wir Bock haben. Also speziell, wie man früher als Kind so die Spiele-CDs durchgeguckt hat. So, was für ein Titel sieht am geilsten aus? Das nehmen wir. Und ich finde, also solche Lahm-Pleb-Klassen, ich weiß ja nicht. Also ich finde schon, wir sollten sowas Schnelles machen. Wenn überhaupt. Weil ich meine, hier mit so einem Golf oder Mazda oder Honda, so, ach, ne, Leute. Was ist denn das schon? Komm, wir gehen mal hier in das Schnelle rein. Wie gesagt, ich verpixel mal unten die Ergebnisse, denn ich habe das schon mal aufgenommen. Aber wie gesagt, warum ich die letzten Folgen löschen musste, wie gesagt, auf Instagram. Geht dorthin, dann wisst ihr mehr. Ist, ja, halbwegs interessant. Um wirklich nicht zu viel zu verraten. So, da ich ja hier mal die Cobra fahren will. Ich glaube, die bin ich noch nie im wirklichen Rennbetrieb gefahren. Wählen wir die Cobra aus. Auch bei The Way cool, das, oder interessanter Punkt, dass man sich Autos von der alten Garage benutzt, rausziehen kann. Ja, das kannst du Autos mit deinen eigenen Designs hier rumkutschieren. Das hat schon Style. Boah. Allgemein, der Startergeräusch ist schon mega nice. Kann das Ding auch mal Gas geben oder eher nicht so? Ah, doch, ja, hallo, guten Tag. Es hat Bock. So, mal gucken, was haben wir hier drin? Die geilsten Reifen, das nehmen wir. Und Traktionskontrolle auf 0. No risk, no fun. So, Shell Cobra. Aus dem Jahr 1966. Holy shit, ist das Ding alt. Aber halt, ne? Geiler Klang und wir haben Flashlights. Warum auch immer. Es ist Gran Turismo. Warum auch nicht? Ich meine, der T1 Samba-Bus von VW, der hat auch Flashlights vorne. Warum auch immer. Oh. Nicht zu viel Gas geben. Oh, Power! Okay, eine relativ einfache Strecke. Begrüße ich aber, denn wie gesagt, das Ding, sobald man kurz an einer falschen Stelle 5% zu viel Gas gibt, ist es weg vom Fenster. Dann hat sich sowas von die Leitplanke eingedreht. Boah, da fährt eine Corvette mit einem Skin. By the way, es gibt eine lustige, oder? Ja, doch. Schon eine lustige Geschichte zu diesem Fahrzeug. Und zwar kam dieses Fahrzeug neu ins Spiel. Also, ich glaube, als einer der ersten, ja, sag ich mal, neu gepatchten Fahrzeuge. Und ich war natürlich sofort haben. Ich starte das Spiel, gucke auf den Preis. Oh, 2 Millionen. Let's go. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 6 Millionen. Also, schon viel, aber, ne, 2 Millionen minus. Tut halt schon ein bisschen weh. Ja, dann dachte ich mir, ach komm, weißt du, was soll's. Ne? Jetzt
Just a Game, gut zu sparen. Habe ich mir es gekauft. Hatte auch Spaß beim Fahren. Und dann bin ich, glaube ich, 3-4 Runden gefahren auf der Rennstrecke. Dann gehe ich wieder raus von der Rennstrecke in das Hauptmenü von Gran Turismo. Und weil ich diese Kilometer, diese Tageskilometer absolviert habe auf der Rennstrecke mit dem neuen Auto, habe ich so dieses Autoroulette bekommen, dieses Autoglücksrad, sag ich mal. Und gerade bei diesem Autoglücksrad habe ich dieses Auto, was ich mir für 2 Millionen gekauft habe, habe ich nochmal umsonst bekommen, wo ich mir dachte, ja, scheiße. Es ist jetzt ja doof gelaufen, aber was willst du machen? Dann habe ich halt mein Shelby, den ich gekauft habe, nochmal verkauft. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr für wie viel, aber halt für eine, natürlich jetzt mit Verlust, ne? Anders wäre ja Quatsch. Naja, und jetzt bin ich hier. By the way, wir sind der Erste. Denn das ist auch ein Shelby. Ah, fahr, Heike. Oh, scheiße, warum bricht er denn hier aus? Oh, auf der Geraden. Ah, da ist das Ziel. Ja, ich glaube, wir werden Zweiter. So, komm, wir drehen uns rein. Tun wir doch. Das war jetzt aber... Ich wollte mich eigentlich so cool reindrehen. Aber... Dann hat man doch schon gemerkt, das Ziel ist doch ein bisschen weiter weg als gedacht. Naja, komm, das nächste beenden wir ein bisschen mehr serious. Aber hey, wir haben 7000 bekommen. Da sagt man nicht nein. Und auch ein paar Meilenpunkte, da kann ich mir wieder schöne Felgen im Meilenshop kaufen. Das ist doch schön. Und wir haben die schnellste Runde. Eine 1-1-1-2-3. Wahnsinn. Hätte auch hier ein neuer PSN-Name sein können. So, wir gehen natürlich nicht auf Starten, weil sonst fahren wir es nochmal. Das ist irgendwie doof gemacht hier im Menü. Aber das ist halt das Standard Gran Turismo-Menü. Das wollen sie anscheinend nie ändern. Naja gut, auf geht's zum Rennen Nummer 2. Komm, auf geht's, ab geht's. Diesmal... Ja, nee, du... Wir nehmen den hier. Den habe ich jetzt letztens erst dazu bekommen. Ich weiß noch nicht, wie er sich verhält. Aber guck mal, der sieht auch schon... Der sieht aus... Ob Straße, Bürgersteig oder Feld... Der pflückt alles weg. Sehr schön. Oh, komm, ich will's brabbeln hören. 3, 2, 1, Gas. Ja. America. Super toll. Traktionskontrolle auf 0. Und so lasset es eskalieren. Hopp, hopp. Geht's. Ungelogen. Ich glaube, das ist mein mindestens 30. Versuch, dieses Rennen hier zu beenden mit diesem Fahrzeug. Ja. Denn ohne Traktionskontrolle, ich habe es noch nicht versucht mit Traktionskontrolle, aber ich will es jetzt so schaffen. Also ohne Scheiß, sobald man zu schnell in die Kurve reinfährt oder zu krass lenkt, ist das Heck weg. Das Heck denkt sich dann so, hey, das ist eine schöne Leitplanke, lass uns da mal rein. So richtig reinbuttern. Das ganze Heck des Fahrzeuges, das ist so die Hinterachse, die ist ungefähr so zu vergleichen wie Styropor auf einer stürmigen Wasseroberfläche. Das ist einfach verrückt. Wie gesagt, die Bremse, die ist optisch, kann man die Bremse sehen, wenn man da aufs Auto drauf guckt. Problem ist nur, ich glaube, es hätte einen besseren oder einen größeren Bremseffekt, wenn ich das Fenster runterkurble, meine Hand aus dem Fenster strecke. Ich glaube, das würde mehr Sinn machen. Ich fang dich. Nein, doch nicht. Ich würde ihn eigentlich nach vorne anstupsen, dass er... Der gerade kommt, so GTA-Style, aber lieber nicht. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, also auf jeden Fall, also über 20 Versuche sind das hier schon. Und wie gesagt, ich bin ja am Kurbeln, am Lenkrad, am Tun und Machen, das ist Wahnsinn. So krass, wo ich noch nicht mal bei den alten Formel 1-Wagen hier kurbeln, die keine Spoiler hatten und so alles.
Also ich bin auf jeden Fall gut am Schwitzen. Es ist ungelogen. Es ist echt Wahnsinn, was man hier am Kurbeln ist. So, komm mal. Vorbei am America Raptor. America! Fuck yeah! Ich glaube, das war mal eine Autowerbung, oder? Naja. So, lieber rechtzeitig. Lieber zu langsam als zu schnell, weil wenn man zu schnell ist, dann. Ja, passiert das, was der Raptor passiert ist, nur. Da ich keine KI bin, kann ich das Auto nicht so Zucker abfangen und es ist passiert. Boah, der neue Mustang, der hat sich aber echt gut dahinter geklemmt. Oh, ich habe mein Fenster auf Kipp und ich glaube, ich rieche Regen. Ich müsste mal wohl gleich das Fenster zumachen. America, fuck yeah. Oh, was wird das denn hier für ein Sandwich? Oh Gott. Also, Leute, da war ich unschuldig. Der ist ja sowas von irgendwie reingejuckelt. Aus Überholen ist sehr dumme Idee, aber wir machen es lieber doch nicht, weil Schiss und so. Ja, es hat einen Fehler gemacht und rammt uns noch. Genau, wo sind wir denn hier? Geht ja oder was? So, hören wir erstmal den Begrenzerklang. Oh, ja, es riecht wunderschön nach Regen bei mir. Holy shit. Gas! Nee, doch nicht jetzt. Das war knapp. Boah, letzte Runde. Kriegen wir noch die beiden da vor uns? Oh Gott. Ich habe immer so ein Kälteschauer läuft mir dann über den Rücken, wenn das Auto wieder so quer steht. Ich glaube, bei mir hat es gewittert. Das hat wohl vorhin gerumpelt. Ich dachte, das sind Leute über mir. Oh nein, was tut? Oh nö, ey Gott. Tut das in Not. Verdammt. Okay, ich glaube, wir werden siebter bleiben, wenn's hier, wenn wir hier mal auf den Track kommen. Alter, ohne Scheiß, Leute. Also, das Ding ohne Traktionskontrolle, es ist ein Monster. Ich glaube, das ist wirklich ohne Scheiß einer der krass zu fahrendsten Autos. Einer der schwersten Autos in Gran Turismo Sport. Was fährt denn da hinten? Was fährt denn da hinten? Ist das ein anderes Auto? Was ist da hinten gerade gefahren? Fans. Oh. 180, ey, Leute. Nee, 720. Wäre dann der Doppelte. Alter, ey, ich bin nass geschwitzt. Holy shit. Holy shit. So, weiter geht's. Zack, 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 zack. 4000 haben wir nur bekommen, aber ey, es ist Wayne. Ich will dieses Auto nicht mehr fahren. Ich will echt nicht mehr. So, komm, weiter geht's. Auf geht's, ab geht's. Oh jo, bei mir gewittert's. Scheiße, ich muss gleich Licht ausmachen und mich ans Fenster stellen wie so ein Dreckskaffer. Ich liebe Gewitter, Leute. Okay, Leute. Oh, es gewittert's richtig, Leute. Ich hoffe, ihr hört sich in der Aufnahme. Mein Design oder irgendein random Design, aber halt ein geiles Fahrzeug. Okay, Leute, ich guck
Okay, ene mene Mister, es rappelt in der Kiste, ene mene Mac und du musst weg. Ja, fortfahren! Mann! Ist toll! Übrigens, wir haben einen Ladebalken. Übrigens, das ist mein Design. Es ist schlicht, aber cool. Übrigens, Kinder wachsen schneller als Fingernägel. Es ist ein bisschen eklig, aber auch ein bisschen interessant. Und in Indien gibt es keine Verkaufscharts für Musik. Oh, Alter, was ist hier los? Habt ihr das gerade gehört? Also nicht das Gewitter, es ist ja hier. Es ist ja nichts gegen diesen Motor. Ja. Verliebt, Leute, ich bin verliebt. Ab geht's, das wird ein Fest. Problem ist, hier ist wieder anderer Sound. Ich hätte gern diesen Ladebalken-Sound auch hier in diesem Game, also in-game. Bremsen, immer noch bremsen. Oh, das hat gepasst. Okay, erstmal umgewöhnen. Dieser Challenger, nee, Charger? Challenger? War halt schon ein anderes Kaliber. Oh, viel zu früh hochgeschaltet. Da haben wir ein bisschen was verloren. Oh, hier schön, ihr seht ja rechts, die Klimaanlage ist zu, weil das hätte uns wichtige PS rauben können. Toll, der denkt das Spiel mit. Der America Rap da wieder vor uns. So. Was war das denn? Was war das denn? Ich mag echt die Streckenführung von Interlagos. Imola ist ja wieder eine andere Strecke. Ja, auf jeden Fall, ne? Mach's gut, weißer Mustang. Dieser weißer Schimmel. Wusste ich übrigens, hier ein bisschen unnützes Wissen für zwischendurch. Dieser Autohersteller Mustang ist eigentlich nicht inspiriert von den Pferden, von den Mustang-Pferden, sondern vom Kriegsflugzeug der Mustang. Ja, es gab ja auch damals ein Flugzeug, das hieß Mustang. Und von diesem Namen ist dieses Auto, also diese Automarke inspiriert. Nicht das Pferd, was viele denken, weil das Pferd ja vorne dran ist. Nee. Die können ja, ne, ich glaube, es wäre schon ein bisschen komisch, wenn. Schaffen wir das hier noch? Ja, ne? Wenn da vorne so ein Flugzeug dran geklappt wäre. Ich glaube, es ist halt illegal. Ich glaube, die haben es dann halt ein Pferd ausgewählt, weil es auch Mustang-Pferde gibt. Und es sieht einfach eleganter aus. So, ja. Oh, Leute, ich habe einen Bug entdeckt. Nach hinten gucken und dann versuchen, mit den Pfeiltasten umzudrehen. Also, ne, Pfeiltaste nach unten und Pfeiltaste nach links oder rechts gleichzeitig drücken und dann hast du die Soundbugs des Jahrhunderts. Boah, ein schöner Ford GT. Zucker! Ne, wo willst du hin? Oh, es ist kaputt. Schade. Ist es eigentlich GT40 oder normaler GT? Weil ich habe letztens, bevor die 24 Stunden von der Nordschleife waren, gab es ja erstmal das 3-Stunden-Classic-Rennen, die 3-Stunden-Classics. Alter, den Blitz habe ich in meinem Zimmer gesehen, obwohl Licht an ist. Was ist denn hier los? Und mein Rücken hat die Fensterseite. Naja, auf jeden Fall konnte man da sehen, wie ein wunderschöner, wirklich Traum von einem Ford GT40. Ich glaube, wo waren das? Nicht Hatzenbach. Irgendwo nach Brünnchen ist er abgeflogen. Hatzenbach ist ja ganz am Anfang. Auf jeden Fall hat sich da wirklich ein Ford GT40 bis auf die kleinen Teile zersetzt. Naja. Boah, da kommt wieder Ford Power.
Ja, hier ein bisschen Bump Drafting, ein bisschen Nester Action. Finde ich gut. Ja, komm, ich fahr ruhig in, fahr du ruhig außen. Oh, ich muss wieder bremsen. Ich habe schon wieder Bremsdruck verpasst. Okay. Ja, keine Sorge. Ey, aber ohne Scheiß. Ich wollte gerade sagen, keine Sorge. Dieser Forza legt sich eh gleich an der nächsten Wand, aber der ist jetzt irgendwie zwei oder dreimal. Ja, ist einfach mal bei der Kurve gerade ausgefahren. Und wenn man bedenkt, dass er jetzt wieder hinter uns ist, auf einen Zentimeter. Was hat das Ding für eine Leistung? Also für einen Leistungsunterschied. Ja gut, da ist es auch schon. Gut, ich hab's gesagt, da ist er auch wieder weg. Oh, zu viel geschaltet. Oh, da kommt der Ford schon wieder, da kommt er. Der GT. Und schon ist er wieder Zweiter. Das ist doch Wahnsinn. Das ist ein Ford GT. Oh, hab ich mich gerade erschreckt. Ihr hättet mal sehen müssen, wie ich gerade zusammengezuckt bin. Bitte kein Quatsch. Okay, jetzt müssen wir echt ein bisschen Straßenblockade spielen, denn der Ford hat gleich richtig Überschuss. Straßenblockade! Ah! Nein, nicht innen. Nein, nicht außen. Ah, jetzt ist die Heli-App da unten rechts ganz gut, wa? Ah, wo willst du? Rechts? Oh, okay. Alter war. Aber hey, ohne Scheiß. Wie oft dieser Ford da off-track war und dann einfach wieder hinter uns war. Wahnsinn. Das war krass. Ja, 19.000 plus fehlerfrei Bonus. Nehmen wir, da sagen wir nicht nein. Und ihr seht es gerade oben rechts hier. Oh, wir sind. Ja, wie nennt man das? Hier Fahrerstufe stiegen. Aber wie gesagt, ihr seht oben rechts gleich, wie spät es bei mir gerade ist. Es ist 0.41 Uhr. Ich glaube, jetzt haben wir die drei Rennen absolviert. Ich glaube, die Folge ist wieder mega lang, aber als allererste Folge kann man das durchgehen lassen. Ich finde, also ich glaube, die allerersten Folgen von irgendwelchen Serien sind immer die längsten. Das heißt, so schlimm ist das ja nicht. So, dann gehen wir mal zurück. Nächste Folge, wenn wir da hier mal reinlunzen. Das wird ein Hit. Vielleicht sogar Rally. Da steht sogar neu dran. Und was neu ist, ist immer gut. Wie sagt meine Oma so schön, neu ist immer besser. Von daher, Leute, ich bin jetzt raus. Haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.